Es geht um Bars und die Codes. Und das alles ist dekodiert auf dem Tape. Okay. Das ist wirklich ein, so gesehen eine Rebellion gewesen von Unterdrückten, die gerappt haben, die aggressiv waren, die gegen das System waren, die gekämpft haben. Die haben gerappt, um ihre Probleme und Emotionen auszudrücken und ihren Hass auszudrücken. Und die wollten was damit verändern. Ich kam nicht dazu, Musik zu machen, weil es da so ein paar Umstände gab. Warst du im Gefängnis? Ich kannte Fahd schon vorher. Hallo, tschüss. So. Und der hat sich dann irgendwann gemeldet und sagte so, ey, das ist auf jeden Fall, das gefällt mir sehr, ich finde das Kinder und so, lass was machen. Letztens wurde ein Foto gepostet, wo du mit Arafat und DJ Ganji drauf bist. Ja. Was hat das Foto zu sagen? Somit habe ich vielleicht mit Anteilnahme an der Beerdigung von Kenne. Und selbst Alexander der Große hat damals gesagt, solange noch ein Tschetschene lebt, wird kein Russe in Sicherheit sein. Mit deutschen Waffen wird dort geschossen. Und der Deutsche, der sich jetzt darüber aufregt, dass der Flüchtling kommt, an der Tür klopft, sage ich jetzt einfach mal und sagt, gib mir bitte was zu essen, gib mir Unterkunft. Und er sagt, nein, das ist mein Land. Alter, dann, wenn der Flüchtling zu ihm sagt, Alter, wie ist das denn, Alter? Ist das Basultan Hengst? Ja, das ist Basultan Hengst. Ich denke mir so, was ist mit dem passiert, Alter? Der hat den in den Arsch gefickt, dass er auf einmal hier sowas macht. Wachsen sein, Karma ist ne Bitch, sie ist nass und ich wasch mich rein. Jungs aus dem Viertel, Jungs, Jungs aus dem Viertel, wir sind Jungs aus dem Viertel, Jungs, Jungs aus dem Viertel. Reden laut, als wenn wir Tarzan, sagen täglich 10-mal Azab. Südländer schlecht gelaunt, wir frieren uns hier den Arsch ab. Yeah, wer den ersten Schlag macht, denn hier draußen hat man Angst vor Papa und ich vor dem Knast. Juri Boyka kampfbereit, scheiß drauf, bin ich angeschnallt, denn ich wurde für andere Sachen angezeigt. Willkommen, sehr verehrten Damen und Herren, zu TV Straßensound, heute aus Oberhausen.